Moin, ich bin Sebastian aus dem Elbgold und wir rösten jetzt mal zusammen Kaffee. Im ersten Schritt habe ich den Rohkaffee abgewogen, jetzt eben gerade in den Trommelröster gelassen. Man sieht noch so ein bisschen, der Kaffee ist noch ganz grün vom Chlorophyll, vom Blattgrün. Und jetzt wird er quasi von unten mit einer Gasflamme beheizt. Die Trommel dreht sich die ganze Zeit, sieht so ein bisschen aus wie ein Betonmischer oder eine Waschmaschine. Jetzt gerade trocknet der Kaffee. Wenn er bei uns ankommt, hat er so zwischen 11 und 12% Restfeuchtigkeit. Die geht zuerst verloren. Das ist die sogenannte grüne Phase. Danach erreicht er die gelbe Phase, er wird immer trockener. Und dann beginnen eigentlich die wirklich interessanten Reaktionen für uns. Das ist unter anderem die Maillard-Reaktion und dann später die Karamellisierung. Und dadurch entstehen dann eigentlich die wirklich leckeren Aromen hinterher. Jetzt befindet sich der Kaffee gerade im First Crack, also in dem ersten Knacken. Das passiert dadurch, dass der Wasserdampf immer mehr wird und dann die Zellwände quasi bersten. Das hört sich momentan so ein bisschen an wie Popcorn-Knacken und ist halt ein Indikator dafür, dass es jetzt spannend wird, wenn wir einen Filterkaffee rösten wollen. Jetzt haben wir den Grad eines Filterkaffees überschritten. Jetzt kommen wir in den Bereich eines Espressos. Und zum Schluss zählt wirklich jede Sekunde. Und ich schaue mir halt hier dann die Oberfläche an, wie seidig sie ist, wie voluminös die einzelnen Kaffeebohnen sind und dann natürlich den Braunton. So, jetzt ist der Kaffee gleich fertig. Ja. Das ist jetzt bei uns eine klassische Espresso-Röstung. Wir holen ihn noch vor dem Second Crack, dem zweiten Knacken raus. Und so hat er die perfekte Balance zwischen Süße, Körper und einer leichten Fruchtnote. Wenn der Kaffee fertig geröstet ist, kühlt er hier ab. Das dauert so 2 bis 3 Minuten. Und danach gebe ich den Kaffee direkt nach drüben zu meinen Kollegen und die packen den dann fett.